Ich bin mega der schlechte YouTuber. Ich habe die letzten Tage echt fast gar nichts gefilmt. Und hinter mir, seht ihr gerade, es geht die Sonne unter und es sieht so schön aus hier. Ich bin an einem komplett schwarzen Strand. Das sind 50 Kilometer von Auckland sind das, nicht 100. Ja, und ich hatte mega Stress wegen dem Auto verkaufen, alles. Bankaccount zumachen, TÜV machen fürs Auto. Und ja, war hier jetzt gerade Bilder machen am Strand. War richtig geil. Und jetzt chill ich gerade mit den zwei Käufern von meinem Auto, beides Zuschauer. Richtig cool. Und ich zeige euch mal so ein paar Ausschnitte und ein paar Bilder von heute. Von den letzten Tagen, was ich so gemacht habe. Alles ein bisschen zusammengeworfen. Ne? Und jetzt ist es auch schon gar nicht mehr lange. In zwei Tagen geht schon mein Flieger nach Indonesien. Freue mich mega. Hey Leute, was geht ab? Heute ist es endlich soweit und ich fahre nach Auckland. Ich verkaufe mein Auto an zwei Zuschauer von mir. So, ich habe die zwei Käufer von meinem Auto abgeholt. Die laufen hier hinten. Und jetzt labert hier wieder jemand. Ja, und jetzt gehen wir zum Warehouse, kaufen noch ein Zelt, dass sie heute Abend im Zelt pennen können auf dem Campingplatz in Auckland. Und ja, danach gehen wir was essen. Waren jetzt schön einkaufen beim Warehouse und gehen jetzt natürlich mal richtig geil Junkfood essen. Und zwar heute beim Carl's Jr. Guck mal, da drüben ist es. Mega geil, das ist hier so eine richtige Fastfoodstraße. Hier hat es einen Mac, einen Burger King, einen Subway, einen Wendy's und einen Carl's Jr. Boah, der fährt mir gleich ins Auto rein. Wir haben jetzt gerade hier lecker Essen bestellt, $15. Und gibt mal wieder eine Bewertung. Gebt euch das mal. Chili Cheese Fries mit Käse überbacken und ist auch noch schön Hackfleisch und so drin. Mega geil. Und hier noch mein mega dicker Burger. Ja, klar, wir lassen es jetzt mal schmecken. Das hier ist übrigens mein Burger. Ich habe hier irgendwie so ein Double, keine Ahnung wie genau der heißt. Ich versuche es gerade zu lesen. Superstar with Cheese heißt der. Sieht gut aus. Und den gönne ich mir jetzt. So, wir haben alles aufgegessen beim Carl's Jr. und es war extrem lecker. Also kann ich echt nur empfehlen. Carl's Jr. mega geil. Und ja, jetzt geht's auch schon wieder zurück zum Campingplatz und dann bauen wir mal das Zelt auf und so. Das ist das erste Mal, dass wir in Neuseeland im Stau stehen. Gibt euch das? Stehen kann man nicht so richtig sagen. Wir fahren trotzdem noch 35. Wir laufen heute einen kleinen Track und da geht's jetzt hoch oder da hinten. Wir wissen es noch nicht so ganz, ob wir beide Berge hochlaufen. Das sind 280 Kilometer. Ach, was laber ich, 280 Meter. Die Aussicht ist jetzt schon mega nice. Da hinten ist der Strand, an dem ich letztens die Bilder gemacht habe. Gestern war das, gestern Abend. Ja, und da oben laufen wir jetzt hoch. Wir laufen wieder schön durch den Wald. Ist ja echt ein richtig cooler Walk. Sehr bewachsen alles, richtig, richtig grün. Und ja, ich denke mal, die Hälfte haben wir schon. Problem ist, mein Akku ist gleich leer. Ich muss mich ein bisschen kurz halten. Wir sind an einem Lookout angekommen und das sieht richtig cool aus hier. Das hier sind übrigens die zwei neuen Besitzer meines Autos. Glückliche Besitzer meines Autos. Ja, und jetzt geht's dann auch weiter auf diesen Berg da hoch. Mega Bock drauf. Wir sind auf dem ersten Berg angekommen, hier zu einer Bank. Und schaut euch mal die Aussicht an. Ist einfach legendär. Hier
Hier ist es richtig steil. Gibt es extra sogar so Ketten, um sich festzuhalten, dass man hochkommen kann. Ja. Wir sind jetzt auch auf dem zweiten Berg und ich filme gerade mit meiner Spiegelreflex. Der Akku von der Lekria ist leer. Ja, und hinter mir sieht man den anderen Berg hier oben. Ja, da. Auf dem waren wir gerade und sind jetzt den ganzen Weg hier rüber gelaufen. Ich hoffe, man versteht mich. Ich weiß nicht, ob das Mikro richtig eingestellt ist. Ja, und jetzt geht es den ganzen Weg wieder runter. Ganz da unten ist irgendwo der Campingplatz. Ja, und haben jetzt eine Stunde, eineinhalb Stunden gebraucht. War echt ein richtig schöner Walk. Ich zeige euch mal noch ein bisschen die Aussicht von hier oben. Mein Akku war leer und wir sind jetzt wieder am Campingplatz, der auch richtig schön ist. Kostet 7,50 die Nacht. Ist direkt hier an dem schwarzen Strand. Und ja, wir gehen jetzt gleich nochmal in so eine Höhle, die hier auch gleich nebenan ist. Nehme ich euch auch mit. Wir sind an den Caves angekommen und die seht ihr jetzt genau hier. Sehr dunkel. Sehr dunkel. Also wir sehen hier gar nichts und die Höhlen sind aber relativ hoch und ja, wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen, würde ich mal vorschlagen. Jetzt geht's wieder zum Ausgang, aber da muss ich jetzt mich hier wieder durchkrabbeln hier. Boah, das ist echt schmal. Oh, Hilfe. Ja, geschafft. Wir haben jetzt doch noch mal eine bisschen größere Höhle gefunden. Schaut euch das mal an. Sieht spannend aus. Und man soll hier anscheinend extrem mega, mega, mega aufpassen, weil hier ist nämlich Extreme Danger. Ja, gehen wir da jetzt mal rein. Wir sind wieder zurück auf dem Campingplatz und ich mache hier gerade mega leckere Käse-Schinken-Macaroni. Und der Käse, der kommt jetzt gleich hier oben drauf. Dann ist das 1A.